Seit die heute Nachrichten aus dem virtuellen Nachrichtenstudio in Mainz senden, sind die 3D-Erklärgrafiken eines ihrer Markenzeichen. Mit dem Weckruf heute früh sollen Instrumente hochgefahren, Solarzellen in Schwung gebracht und die Antenne zur Erde ausgerichtet werden. Und der anhaltende Bürgerkrieg in Syrien greift mittlerweile auch auf den Libanon über. Die Kosten teilen sich Länder und Bund. Dieser baut für 1,5 Milliarden Bundesstraßen und Bahnlinien wieder auf. Suchdienste wie Google scannen und speichern, wo sich was befindet. Mit den Möglichkeiten der Dreidimensionalität in diesem Nachrichtenstudio hier sind wir als ZDF in Europa weit vorn. Und mittlerweile setzen wir diese Möglichkeiten zum Erklären, aber auch zum Illustrieren täglich in unserer Heute-Sendung ein. Grafikcomputer vermessen und erfassen den grünen Studioraum haargenau. So können grafische Elemente sauber eingepasst und aufs Wort animiert werden. Programmierte Kameraroboter fahren die Szene präzise ab. Die riesigen Konstruktionen müssen im Meeresboden verankert werden, in diesem Fall in rund 20 Meter Wassertiefe. Der Bau der 3D-Grafiken ist in relativ kurzer Zeit möglich. Am Ende müssen die Modelle noch mit dem Sendungsdesign harmonieren. Die Animationen sind im Studio flexibel steuerbar, sodass der Moderator dort das Tempo bestimmen kann. Da würde ich praktisch das Entscheidende sind die minus 20 Meter. Ja. Erst im Studio werden die Grafiken endgültig berechnet und abgespielt. Ganz anders als bei einem animierten Kinofilm, nämlich in Echtzeit. Das heißt, die Sachen gehen sofort auf den Sender und können sehr zeitnah produziert werden. Das macht die Sache für das Nachrichtengeschäft überhaupt erst interessant. In verschiedenen Sitzungen der Heute-Redaktion werden Ideen entwickelt, oft auch kurzfristig, noch für denselben Abend. Speziell ausgebildete Grafikredakteure fokussieren mögliche Themen, entwickeln die Dramaturgie und recherchieren Details. 3D-Grafik ist sehr realistisch an vielen Stellen und da müssen einfach die Fakten und die Daten für die Heute-Nachrichten absolut stimmen. Das heißt, eine hohe Präzision muss von uns ausgehen, damit die Grafiker das entsprechend gut umsetzen können und auch hinterher der Zuschauer weiß, das stimmt so. Die Gruppe der Grafikredakteure betreut auch alle anderen Redaktionen, die das virtuelle Nachrichtenstudio mit Erklärgrafik bespielen, als Schnittstelle. Ab Windstärke 6 wird es für Regenschirme eng, starke Äste schwanken und auf dem Meer spritzt die Gischt, wie heute an der Nordseeküste. Insgesamt waren diese Urmenschen kleiner als ein Durchschnittseuropäer heute. Aber sie waren genauso schwer wie wir. Der Eurohawk, der Eurofalke, das ist kein Vogel, klar, sondern eine Drohne. Drohnen, das sind Flugzeuge, die vom Boden aus ferngesteuert werden. So sieht die Heimat des Papstes, also die Vatikanstadt, als Computermodell aus. Da gibt es also den Petersplatz und dort hinten den berühmten Petersdom und auch die Sixtinische Kapelle. Moderne Autos haben eine Menge zu erzählen. Das sind schon lange keine Blechkisten mehr, die außer Beschleunigen und Bremsen nichts können. Ihre Sensoren erfassen Datenmengen, die man sich als Autofahrer kaum vorstellen kann. Wir machen jetzt auch mal eine kleine Zeitreise. Ungefähr so sah ein Fernsehstudio vor 50 Jahren aus. Und natürlich alles in Schwarz-Weiß.